Also, wir sind in der siebten Klasse im Gymnasium und beschäftigen uns, ich sag mal, mit Rezepten in Anführungsstrichen, um zusammengesetzte Flächen bzw. Körper zu berechnen. Was das mit Körpern dann zu tun hat, sage ich gleich nochmal, ist leicht dran zu erinnern. Und zwar Beispiel, ich habe einen Körper, der sieht so aus, das ist also ein Zylinder. Und in dem Zylinder, da hat irgendjemand oben einen Einschnitt gemacht, das sieht dann vielleicht so aus. Also hier gepünktelt sieht man, das geht bis durch, unten und bis auf die Grundfläche. Dann werden wir darauf kommen. Ich sage dann später was dazu. Aber jetzt erstmal zu Rezepten, um diese Flächen erstmal hinzukriegen. Beispiel, wir haben hier so ein Hausgiebel und wir sagen, wie rechnet man das aus? Da macht man einfach im Stillen einen Schnitt und sagt, naja, jetzt wird es leicht. Und jetzt kann ich nämlich sagen, das ist die Fläche eines Dreiecks. Ich schreibe mal ADR. Und wenn das zufälligerweise wirklich ein Quadrat ist, ist das hier die Fläche eines Quadrates. Allgemein kann man sagen Rechteck. Und der erste Schritt, wenn man zusammengesetzte Flächen oder Körper dann hat, der erste Schritt ist Folgendes hinzuschreiben. Die echte Fläche, also A Gesamt, ist gleich, und jetzt schreibt man A Dreieck plus, weil die ja dazu kommt, A Quadrat in diesem Fall. Das ist der Grundansatz. Wie es dann weitergeht, dass man A-Dreieck erst einzeln berechnen kann und dann A-Quadrat und dann zusammenzählen kann die Flächen oder ob man das gleich so ersetzt, nehmen wir das mal als Beispiel, etwas ausführlichere Variante. A-Dreieck ist Grundseite mal Höhe und alles durch 2 plus Grundseite mal Grundseite, also Grundseite zum Quadrat, weil es ein Quadrat ist. Das wäre dann die andere Form. Wer das so lieber machen möchte, einverstanden, kein Problem. Betrachten wir uns die nächste Fläche. Auch da machen wir wieder in Gedanken einen Schnitt durch und demzufolge haben wir hier die Fläche eines Halbkreises. Und hier sagen wir sicherheitshalber Rechteck dazu, weil wir es im Moment jetzt nicht ermitteln können. ARE. Jetzt lautet hier die Formel: A Gesamt ist demzufolge A Halbkreis. Na, Halbkreis. Plus A Rechteck. Das ist der Grundansatz. Auch hier könnte man jetzt wieder A Halbkreis als Pi mal R Quadrat halbe und so weiter, das alles ersetzen, möchte ich jetzt gar nicht drauf kommen. Hier ist es ein bisschen anders. Also in diesem Fall, ich werde mal schnell die beiden anderen Flächen hier rüberziehen. Na, komm. Damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Hier in diesem Fall ist es ein bisschen anders. Da sage ich, Moment mal. Hier hat jemand eine rechteckige Fläche und hat etwas ausgeschnippelt. Und zwar ausgeschnippelt, sodass dann bloß noch das Gelbe, was ich hier andeute, übrig bleibt. Hier ist es aber insofern auch nicht viel anders, als dass ich wieder einzelne Flächen bestimme und dann sage, wenn die beiden Kreise hier wirklich gleich groß wären, würde ich Folgendes sagen: Dann ist A Gesamt und ich schreibe jetzt mal einfach A Gelb, damit man es besser sieht. Das darf man machen. Man kann ruhig sagen, A gelb, A rot, A grün, das ist kein Problem. Ist dann die Fläche eines Rechtecks, wie man sieht, minus zweimal die Fläche eines Kreises. A kr. Na, und dann schnappe ich mir mal diese Form und werde die weiter drunter setzen, dann ist es leichter. Ach, ja, das sollte wieder nicht sein. Na, komm. Naja, ist egal. Gut, ich mache mal kurz Pause. So, und jetzt habe ich die Fläche jetzt mal hier unten nochmal hingemalt. Und zwar, wenn ich jetzt sage, ich möchte hier wieder die übrige Fläche haben, ja, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Dann mache ich das wie hier oben bei der gelben Fläche. Dann kann ich sagen, naja, so schwer ist es nicht. Wenn ich nur die Eckchen also haben möchte, sage ich, das ist nicht weiter gefährlich. Ich schreibe einfach A gelb ist gleich A eines Quadrates. Quadrat deswegen, weil an dem Kreis hier überall liegen die Seiten dieses Rechtecks an, also muss es ein Quadrat sein, minus A Kreis und so weiter und so fort. Noch ein Beispiel vielleicht, nehmen wir dieses Beispiel, ich habe hier eine Fläche, lass das eine rechteckige Fläche sein und ich habe hier zwei solche Buckel drauf. Naja, gut, dann ist es ja auch nicht schlimm. Dann sagen wir Folgendes dazu: Wenn die Buckel jetzt gleich groß werden, was ich jetzt hoffe, dass man es mir nachsieht, die Buckel sind jetzt nicht so schön gleich,
So, sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Dann sage ich, okay, ich mache wieder meinen Gedankenstrich hier und sage, dann ist das hier ein Halbkreis und das ist ein Halbkreis, ist insgesamt A-Kreis, weil ich zwei Halbkreise habe. Und das hier unten nennen wir das A-Rechteck, also ist es wieder nicht schwer, dann ist A-Gesamt gleich A-Rechteck. Entweder ich fange mit Rechteck an, bei Plus ist es egal, Plus A-Kreis. Und so weiter und so fort. Ich betone nochmal, es ist oberwichtig, mit diesen grundsätzlichen Formeln hier anzufangen. Denn die einzelnen Formeln dazu, die Unterformeln sozusagen für Berechnung eines Quadrates, eines Kreises die kann man ja dann gerne noch, so wie hier gezeigt, anfügen. Das ist dann nicht mehr so schwer. Und warum ist das jetzt egal? Warum hängt das auch mit Körperberechnung zusammen? Wir haben nun mal in der, sagen wir mal, technischen Natur Folgendes, dass wir fast immer irgendwelche Körper haben, die haben eine Grundfläche und Deckfläche, die gleich ist, die wirklich deckungsgleich ist. Dabei ist es egal, ob die Grundfläche und, das hat man schon mal gesagt, und die Deckfläche so schräg übereinander gestapelt sind, was ja durchaus mal passieren kann. Denkt man an Kartenstapel, Bücherstapel, der wird auch nicht weniger, der kriegt auch nicht weniger Körperhöhe. Wir sagen ja, in diesem Fall ist hier die Höhe. Die muss natürlich immer senkrecht stehen, ne? Die Körperhöhe. Wir wissen ja, unsere allgemeine Formel zum Berechnen eines Volumens solcher Körper lautet erstmal, V ist Grundfläche mal Körperhöhe. Und ob jetzt nur noch hier irgendwie vielleicht was ausgeschnitten ist oder irgendwas drin passiert, es bleibt das gleiche Prinzip. Ich nehme dann wieder sozusagen mein A gelb, weil ja Grund- und Deckfläche gleich sind, ist es Schnuppe. Und das A gelb ermittle ich dann so, wie wir es eben hier gesehen haben. Oder eben anders, ganz egal. Und wenn ich es dann bloß noch mit der Körperhöhe zu multiplizieren brauche, dann bin ich fertig. Das bis dahin. Ich werde jetzt gleich einen Verweis machen, denn wir werden jetzt gleich Übungen entsprechend dazu machen. Also hier wird dann ein Verweis stehen und ich mache das Video erstmal dicht.